Etwas stimmt nicht mit unserem Weltbild. Am 13. Juni hat die Mehrheit der Menschen in unserem Land die Gesetzesvorlage, den CO2-Ausstoß zu beschränken, abgelehnt. Was nun? Das physische Überleben der Menschheit hängt von einer radikalen seelischen Veränderung des Menschen ab, schrieb Erich Fromm 1976 in seinem Buch Haben oder Sein. Sein technisch anspruchsvollstes Werk beschrieb Franz Schubert seine Wandererfantasie, aus der Jacques Pasquier den Anfang spielte. Schubert gab zu, das Werk selber nie beherrscht zu haben. Der Teufel soll dieses Zeug spielen, schrieb er. Mehr als anspruchsvoll ist die Frage, wie der Klimawandel aufgehalten werden kann. Oder mit den Worten von Erich Fromm, wie die seelische Veränderung des Menschen in Gang gesetzt werden kann. Für die meisten Menschen in der westlichen Welt fühlt sich der Klimawandel noch nicht wirklich als Krise an. Das Ausmaß der Umweltzerstörung, die wir im Westen verursachen, erkennen nicht wir, noch nicht. Denn es sind die Ärmsten auf der Welt, die darunter leiden, die es trifft, wenn der Meeresspiegel steigt. Unbewohnbar wird unser Land sicher nicht werden. Noch nicht. Und weil es schleichend geht, fällt es nicht auf. Es geht sogar an manchen Orten besser. Flüsse sind sauberer geworden. Busse fahren mit Biogas. Vieles wird recycelt. Und Plastiksäcke werden durch Papiertüten ersetzt. Viele sind davon überzeugt, dass bald neue Technologien
gute Lösungen bieten werden. Lösungen, zu denen viele auch selbst etwas beitragen, indem sie weniger Fleisch essen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder bienenfreundliche Gärten anlegen. Das Thema Nachhaltigkeit hat auch in den Kirchen Einzug gehalten. Fairtrade-Kaffee, keinen Wasser aus PET-Flaschen und Zertifikate wie Blue Community oder Grüner Kuckuck werden umweltaktiven Kirchgemeinden verliehen. Die Diakonie befasst sich neben sozialen immer mehr auch mit ökologischen Themen. Es wird viel Gutes und es wird viel Wichtiges getan. Wie steht es um die grundlegenden Fragen? Ist das Klima auch eine Sache für die Theologie? Gibt es eine theologische Ethik? Fragt Kurt Marti 1986 in seinem Buch »O Gott« und gibt zugleich selbst die Antwort. Ja, es gibt sie, aber ganz am Rande der Gesellschaft, fast ohne Einfluss. Die grundlegenden Entscheidungen unserer Zeit werden nicht durch ethische Überlegungen, sondern durch Gewinnaussichten gelenkt. Und wie reagiert nun die Kirche nach dem 13. Juni? Ich denke, dass die biblische Tradition zum Thema Nachhaltigkeit mehr zu sagen hat, als lediglich den Slogan Bewahrung der Schöpfung zu wiederholen. Das Wort Schöpfung funktioniert als religiöses Wort für die Natur und ist zum kirchlichen Begriff für Umweltbewusstsein geworden. Der Mensch spielt darin die Rolle des Verwalters dieser Schöpfung. Ist es möglich, dass genau dieses Bild vom Verwalter der Schöpfung beigetragen hat zur ökologischen Krise? Die Wurzeln der Ausbeutung der Natur liegen in diesem menschzentrierten Blick auf die Welt. Der Mensch bewirtschaftet die Erde, technisch und ökonomisch. So wird auch die Lösung der ökologischen Krise auf ein rein technisch zu bewältigendes Problem reduziert. Doch ich denke, dass wir mehr machen müssen als Photovoltaikanlagen auf die Dächer unserer Kirchgemeindehäuser anbringen. Wir müssten über unser Weltbild nachdenken und die an der Krise zugrunde liegenden Ursachen benennen. Denn ein Weltbild findet immer seine Umsetzung in der Praxis. Aus persönlichen Überzeugungen heraus wird gehandelt und gerade auch aus religiösen Überzeugungen. Das Christentum hat eine verheerende Rolle gespielt in der Entstehung und der Weiterentwicklung des anthropozentrischen, also menschzentrierten Weltbildes und hat damit die Natur zum Gebrauchsartikel degradiert. Drei theologische Entscheidungen haben dabei eine Rolle gespielt. Mit dem Verweis auf den Willen Gottes hat die Kirche die Herrschaft der Menschen über die Natur gerechtfertigt. Texte aus der Schöpfungsgeschichte wie »Macht euch die Erde untertan« oder aus Psalm 8 »Alles hast du, Gott, den Menschen unter die Füße gelegt« haben den Menschen über die Natur gestellt. Gleichzeitig hat die Kirche den animistischen Glauben, den Glauben also, dass alles beseelt sei, auch das Wasser und die Felsen, als Irrglaube verworfen. Und damit ging der Respekt für die nichtmenschliche Wirklichkeit verloren. Zudem, und das ist der dritte Grund, haben Theologen aus der Bibel einen linearen Heilsplan Gottes entwickelt. Es gibt einen klaren Anfang, die Schöpfung, und ein klares Ende der Zeit, gefolgt vom Reich Gottes. Und dieser Gedanke wurde zur Quelle unseres Fortschritts- und Wachstumsdenkens, dass die Zukunft immer besser sein muss
als das heute. Theologische Standpunkte müssen sich aber auch ändern können. Denn es ist der Auftrag der Theologie, Elemente der Bibel und der Tradition in einem immer wieder neuen Kontext zu interpretieren. Die ökologische Krise wäre so ein neuer Kontext und könnte darum neue Fragen an die Theologie stellen. Klar ist, dass die Bibel keine Lösungen anbieten konnte für eine Krise, die es damals noch nicht gab. Ich bin aber überzeugt, dass sie trotzdem beigezogen werden sollte beim Nachdenken über ein anderes Weltbild. Die Bibel wurde und wird oft allzu anthropozentrisch gelesen, als die Geschichte ausschließlich zwischen Gott und dem Menschen. Genesis 9 zum Beispiel ist bekannt geworden als die Erzählung über den Bund von Gott mit Noah. Im Text wird aber vom Bund mit allen lebenden Wesen und der ganzen Erde geredet. Heute können wir die Bibel lesen aus der Tradition der Befreiungstheologie und die Stimme der Erde hören lassen. So eine Stimme finde ich im Schöpfungsmythos im Genesis 1, wo das Leben auf der Erde in Verbundenheit und Abhängigkeit geschildert wird. Mensch und Tier werden am gleichen Tag erschaffen und sie sind miteinander verbunden. Die Bibel bietet ganz klar ein inklusives Weltbild, in dem der Mensch ein Teil der natürlichen Welt ist. Das bloß zu wissen, reicht jedoch nicht. Wir müssen aktive Schritte unternehmen, um in Harmonie zu leben mit dem Rest der Schöpfung. Und das bedeutet, dass wir keine Haltungen oder Überzeugungen weitergeben dürfen, die uns über die natürliche Welt stellen. Wir sind nicht Verwalter der Erde. Wir sind nur Mitbewohner und Bewahrer einer Lebensweise, die in Harmonie sein sollte mit der Erde. Die Krone der Schöpfung ist nicht der Mensch, sondern es ist der Sabbat, der siebte, der freie Tag. Der Tag, an dem wir all das Schöne ehren und schätzen, in dem wir auf einer Wanderung dem rauschenden Wasser der Aare zuhören. Staunen über die geologische Geschichte der Steine, indem wir uns entzücken lassen vom Gesang des Rotkehlchens und uns erfreuen über das Summen der Insekten, als sei es ein Gebet.